So, in der letzten Folge haben wir uns ja das Tier 1 Jetpack gemacht und heute kümmern wir uns erst einmal um den Pulverizer. Hallo? Ich arbeite ja gerne mit Ender.io. Segment. Wir brauchen Dister. So. Wir brauchen etwas Eisen. Etwas Redstone. Ja, etwas Kupfer, etwas Gold. Warum auch nicht? Das haben wir uns alles erst mühsam erarbeitet. So. Dann die Dinge hatten wir hier drin. So, das haben wir. Für den brauchen wir Stein und Holz. Und wir brauchen noch mehr Eisen, also können wir den craften. Nee. Können wir natürlich nicht. Aber jetzt. So, den stellen wir. Wo stellen wir den mit hin? Hier drauf. So, Saft bekommt er. Wir haben 9 Silikon, also brauchen wir 9 Kohle. Und 9 Eisen. So. Hä? Wie ist, ach, ja. Ja. Das. Das Cable kommt da rein, das kommt erstmal hier rein. Das dort. Das wieder hier und das wieder da. Wir müssten endlich mal anfangen, Yellowry zu brennen, um unten nachzufüllen. Sulfur, keine Ahnung für was, aber gut, wir haben's. Achso, und ich bin halt wieder allein auf dem Server, wie man sieht, weil wir es mal wieder früh um 5:30 haben. Meine Kinder schlafen noch, das heißt Zeit zum Aufnehmen. So, dann einmal hier. Das, das und das. Und dann kann man mit dem Tier 2 Jetpack beginnen. Energie-Konduits. Haben wir sogar noch, glaube ich, welche? Ja, die schwächeren. Shit. Die kann man aber upgraden. Normalerweise. Normalerweise. Hier drinne geht es natürlich wieder mal nicht. Warum auch immer. Hey, das sind doch die... Ach nee, das... Okay, ich habe allgemein schon die verbesserten. Das fetzt. Ein Basic-Kapazität, da wird wieder benötigt. 5 werden benötigt. Wir brauchen Copper. Und jetzt. Hier muss ich mir was einfallen lassen, dass vor allem auch Dust und Sand durchgesieft werden. Das werden wir aber in einer anderen Folge in Angriff nehmen. Eins. Machen das so hier. So, da haben wir 5 Stück. Dann. Ja.
Gut, ne? Und dann brauchen wir nochmal zwei. Und das reicht hinten und vorne nicht. Die Iron Bars sind hier. Ich brauche pro Jet-Dings zwei Stück. So und so. Halt das da. So und so. Das brauche ich halt zweimal, das ist das Problem. So, dann brauche ich das Electric Steel, dass ich wenigstens erstmal die komischen Dinger habe. Stopp, das kann ich auch so reinmachen. Eins. Ja gut, dann legen wir uns das hier erstmal in die Kiste rein. Denn das werden wir dann wohl doch etwas später weitermachen. Wir brauchen nämlich Redstone. Das. Ja. Das heißt, wir werden uns wohl noch einen Sieve oder zwei holen müssen. Beziehungsweise 1, 2. Haben wir noch zwei leere Kisten irgendwo? Da haben wir sie. Segmel. Du kommen zu mir. Ich weiß halt jetzt ernsthaft nicht, was für Cable ich hier verbaut habe. Die großen, okay. So. Das Ding kommt dahin. Wir nutzen das alles nämlich etwas effektiver. So. Dann einmal Extract, Insert. Versteht sich. So. Insert. Machen wir das halt so. Extract. So. So. Dann stellen wir jetzt erstmal Sand her. Dann kann man das hier erst einmal wieder wegpacken. Kommen hier mit rein, die werden wir hier benötigen. Wir gucken jetzt noch mal in die Mob-Farm. Ich hätte vielleicht vorher was essen sollen. What the fuck, du Arsch. Ein Lootback. Oh, Essen. So, hier unten muss ich auf jeden Fall noch eine Trashcan hinbauen. Fuck! Arschloch! ja, das war gewollt. Das war alles gewollt. Und warum ist da unten
Oh, was ist denn bei mir hier los auf der Insel? Irgendwie fehlt hier alles. Hier war das. Ja. Genau. Das. Ist wieder alles nur Crap. Warum krieg ich so ein Müll? Hä? Wo ist das hin? Ich weiß wo. Keine Ahnung, was das macht. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal mit in die Kommentare. Ja, das war's dann aber auch schon. Wo ist da Holz drin? Ach, das ist von oben, genau. So, hier mal Sandhühnchen im Übrigen. Stopp. So, die bekommen dann hier ihr Gehege. Ja, wenn das durch ist, kommt dann dort Sand rein. Oh, dann, ja, und dann haben wir das. Und das lassen wir dann sieven. Aber ich wollte noch Sieves bauen, genau. Acht. Das und das. Das und das. Das und das da. Das und das. Auto Heavy Sieve. Das ist natürlich ein kompresstes Stahl, kann man noch nicht herstellen, also bleiben wir bei dem. Von dem wir keine Ressourcen haben. Dann holen wir uns die einfach. Glasscheiben haben wir hier. Ich brauche erst nur zwei Blöcke. Hier kommt das hin. Und jetzt brauchen wir auch sein Sieve. Eins davon, zwei davon, vier davon. So. Und so, da haben wir das Sieve. Und jetzt brauchen wir noch ein Mesh. Am besten wieder ein Eisenmesh. Das macht sich am besten. 3, 4 und Strings. Mal hier 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann brauchen wir wieder Item Conduits. Die haben wir hier. Wir nehmen uns nochmal zwei Kisten mit. Denn das Ziel werden wir da anschließen. Da unten wird alles disabled. Nee, das passt hier halt einfach nicht.
Wie machen wir das? Wir brauchen halt doch noch ein paar Stromkabel. Add Ender. Die da. Energetic Alloy. Haben wir davon noch was? Zwei. Man konnte die doch upgraden mit den älteren Kabeln. Warum geht das hier nicht? Doch, hier unten. Das, das und die beiden da, weil dann kriegt man nämlich wieder ein paar mehr raus. Nehmen wir aufpassen. Ich gebe eins rein und kriege acht raus. Wenn ich das jetzt mit allen mache, die ich verbraucht hätte, dann hätte ich ja hier unendlich. So, Sieve. Kiste, Kiste. Mesh. Du, so. Und so. Für was brauchte ich das jetzt? Das habe ich schon ganz vergessen. Ich habe das jetzt halt ernsthaft gerade vergessen. Für was brauchte ich das? Oh Gott. Für das, genau. Ich habe hier nirgends mehr das drinne. Ne. Dann brauche ich da oben noch eine Kiste. Ich stelle jetzt einfach mal vier Stück her. Es geht mir gerade richtig um Pisser. So, denn da oben können wir dann den Sand reinmachen. Der gehämmert wird. Dann kann ich das hier nämlich disablen. Erst einmal beziehungsweise ausschalten. Die Steine rausholen. Und das hier nehmen. Haha. Du machst weiter. Den restlichen Dings hier. Hä? Wieso geht hier Sand? Der dürfte doch gar nicht reingehen. Jetzt bin ich gerade überfragt. Der Kies geht aber auch nicht rein. Nee, doch, wartet mal. Das gehört da rein. Der Sand wird dann hier wieder rausgepumpt zum Sieben, genau. Das geht hier rein, dann da lang dort rein, dann dahin. Okay. So, dann machen wir erstmal das hier. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ja, das war's aber auch mit der Folge. Ich denke mal, in der nächsten Folge sind wieder die Verrückten mit dabei. Tschüss.